Noch ist alles ruhig. Aber wir haben es geschafft, 1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit Modellbahn pur zu füllen. Und damit herzlich willkommen zur Jubiläumsausstellung 25 Jahre Modell Assmann Fagel und zur 34. Ausgabe des Modellbahn Online-Magazins. Derweil ihr das erste Exponat, die Schmalspuranlage Landesgrenze, schaut, noch ein paar Infos von mir. Auf dieser Ausstellung sind fast alle gängigen Baugrößen mit einer Vielzahl von Themen vertreten. Nach ersten Hochrechnungen wurden annähernd 7000 Besucher gezählt. Mein Versuch, jedem Aussteller und seinen Exponaten in diesem Film gerecht zu werden, konnte nur scheitern. Es fehlte ganz einfach die Zeit, da ich selbst als Aussteller eine Anlage zu betreuen hatte. Nun aber viel Vergnügen bei diesem Modellbahnspektakel. Und am Ende wartet noch der Sonderzug eines berühmten deutschen Musikers auf euch. Ein neues Projekt der Modelleisenbahner Fagel. Hier im Rohbau erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, der dürfte diese beiden Gebäude kennen.
Kaufschuhbar ist der Hamburger oder die typische Landschaft. Olaf Hertram, 2. Adventwoche, so viel mehr, als war dieser Anbau wieder neu. Wer Andreasthal noch nicht kennt, auf meinem Kanal wird diese Ausstellungsanlage ausführlich und im Bau vorgestellt. Diese Schaukästen aus den Niederlanden sind wie die folgende Anlage vielfach mit den Produkten von Scalezines gestaltet.
Thank you.
Panasonic von der Kamera, ne? Dass es immer stehen bleibt, wenn ich da drauf halte. Gut, gut. Die Modelleisenbahnerfahrer selbst zeigten eine Digitalanlage in H0, eine nach Nordmodulnormen gebaute und eine N-Anlage. Thank you.
Eine US-H0-Modellbahn beeindruckte mit einer Anlagenlänge von 17 Metern und Zügen mit mehreren Lokomotiven und teilweise über 100 Waggons. Thank you.
So, liebe Leute, ich denke, es war für jeden Modellbahnbegeisterten etwas dabei. Und hier zum Schluss der versprochene, bereits vielfach besungene Sonderzug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder hier bei mir im Hanul Detailwerk.